an ein Interview, an ein Porträt von Somerset Maugham. In diesem Gespräch haben Sie sehr deutlich gemacht, dass dieser ganz große Mann ein furchtbar unglücklicher Mann ist. Und zwar war er genauso alt wie Sie, 90 Jahre, und hat zurückgeblickt und war unglücklich über sein Leben. Die hätten ihn ja auch als einfach tollen Schriftsteller darstellen können, aber er hat ihnen gegenüber zugegeben, dass er eigentlich das Leben nicht geliebt hat. Darf ich Ihnen erzählen, wie das gelaufen ist? Mhm. Ich war ja in den ersten Sendungen des Pariser Journals nicht frei in meiner Auswahl meiner Person und so weiter, auch nicht in den Fragen. Man hat versucht, mir das vorzuschreiben. Die Sender wussten alles besser. Ja? Und ich sollte also Somerset Maugham fragen, lieben Sie französische Küche mehr als englische Küche? Oder was sind Ihre Lieblingsfarben? Ja? Und Somerset Maugham, dieser 90-jährige Mann mit diesem verbissenen Gesicht, trat auf in seinem wunderbaren Garten, drei Gärtner, ja, an der Côte d'Azur, wunderschönes Haus, zog ein Buch aus der Tasche und las vor, ich glaube, es ist in dieser kurzen Sendung drin, von Goethe auf Deutsch, er hat in Heidelberg studiert, alles geben die Götter die Unendlichen ihren Lieblingen ganz, alle Freuden die Unendlichen, alle Schmerzen die Unendlichen ganz. Da habe ich vergessen, was Ihre Lieblingsfarbe oder französische Küche. Und habe gefragt, sind Sie einer von diesen Lieblingen der Götter, die alles ganz erlebt haben? Und seine Antwort war, ich habe immer mehr gelitten, als ich mich gefreut habe. Wow, der erfolgreichste Dichter aller Zeiten in England, ja? Und ich fragte ihn, warum denn? Ja, weil ich gestottert habe. Man hat mich verachtet, weil ich stotterte. Und auf einmal war er tief in seinem Leben drin. Und da, in diesem Moment, habe ich alles gelernt, was ich überhaupt wissen musste für diese Sendung oder meine späteren Sendungen. Irgendwo ist der Einlass, der Eintritt, der Schlüssel, um an Leute heranzukommen. Und dieser Schlüssel ist das, was wir gemeinsam haben. Und das muss ich finden. Er und ich, sie und ich. Ja? Und das zu finden und unverschämt genug oder mutig genug zu sein, um diese Frage zu stellen, das habe ich in diesem Moment gelernt. Er wollte, dass man gerade diese Fragen stellt. Ja? Und ich habe sie, und die ganze Sache hat, weiß nicht, 7 oder 10 Minuten gedauert. Und in dieser Zeit hat er sich preisgegeben, ja, zur Verblüffung des Senders, der doch wissen wollte, was seine Lieblingsfarben waren. Dieses magische Symbol gegen den bösen Blick hat es dem Manne Glück gebracht, der es einst in seine Gartenpforte einritzte, Erfolg jedenfalls. Denn wir sind bei William Somerset Maugham, M-A-U-G-H-A-M, nicht leicht auszusprechen, der in sein 90. Jahr eingetreten ist und auf dessen Schreibtisch sein endgültig allerletztes Manuskript liegt, Ein Blick zurück. 80 Bücher, 80 Millionen Exemplare, jedes einzelne ein Bestseller. Der Menschenhörigkeit, auf Messerschneide, Regen, betörende Südsee und die spannendsten Abenteuer-Stories seit Kipling haben ihn zum bestbezahlten Autor der Welt gemacht. Und doch, er hat seine Kindheit nie überwunden und ihren Fluch, das Stottern. Er wurde zum Dandy, zum Frauenhasser, zum zynischen Erfolgsautor. Er reiste um die Welt, er galt als Snob. Er sammelte Berühmtheiten und berühmte Gemälde. Er wurde selbst zur Sehenswürdigkeit. Aber sein Leben sieht er heute in dem Goethe-Vers beschlossen, den er uns vorlas. Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblichen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen ganz. Mr. Maugham, sind Sie einer dieser Lieblinge der Götter? Finden Sie, dass das auf Sie zutrifft? Oh, I've suffered more than I've enjoyed my life. Ich habe mehr gelitten, als ich mich gefreut habe. Viel mehr. Wenn ich mein Leben neu leben könnte, würde ich sagen, nie wieder. Never. Why not? Warum nicht? Well, I've had everything against me. Ich hatte alles gegen mich. I've had this stammer of mine, which has prevented me from saying all sorts of things. Ich hatte dieses Stottern, das mir alles verpatzt hat.
Ich bin ausgelacht worden, weil ich stotterte. Does that still hurt Tut das you? Noch weh? Yes, yes, it still hurts me. Oh ja, noch immer. Less, because I don't care so much anymore. Nur jetzt liegt mir nicht mehr so viel dran. Es ist mir egal. You understand French, I trust. Don't you feel Aber ist es nicht gerade dieses Leid, das Ihnen Ihre Bücher herausgepresst hat? Ich glaube, ja. Das ist wohl wahr. Aber hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt? Seine Villa stammt von König Leopold der Belgier, sein Orangen- und Pinienhain beschäftigt allein 4 Gärtner. Noch immer unternimmt er jedes Jahr eine Weltreise, noch immer badet er hier jeden Sommermorgen und die Kunstwerke, die ihm nach der kürzlichen Versteigerung seiner Sammlung übrig bleiben, würden noch ein kleines Museum füllen. Warum musste der alte Mann seine tote Frau in einem Zeitungsartikel verunglimpfen, seine Tochter enterben und seinen Sekretär adoptieren? Ist es noch immer jener fatale Hedonismus, das Streben nach persönlicher Befriedigung, das er seine einzige Lebensphilosophie genannt hat? I wonder if I said that. Habe ich das wirklich gesagt? I have no recollection of saying anything of that sort. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. I think there is a certain truth in it. Aber ich glaube, es ist vielleicht wahr. Oh, yes. Do you see any other purpose in life? Sehen Sie jetzt nicht einen anderen Sinn im Leben? Well, you see, we are placed as here in all sorts of circumstances, and we have to make the best of them. Wir sind hierher gesetzt in allen möglichen Umständen, und wir müssen uns durchschlagen, wie wir können. Diese pragmatische Regel hat sich Moim aus 90-jähriger Erfahrung destilliert. Ich war ja in den ersten Sendungen des Pariser Journals nicht frei in meinen in der Auswahl meiner Person und so weiter, auch nicht in den Fragen. Man hat versucht, mir das vorzuschreiben. Die Sender wussten alles besser. Ja? Und ich sollte also Somerset Maugham fragen, lieben Sie französische Küche mehr als englische Küche? Oder was sind Ihre Lieblingsfarben? Ja? Und Somerset Maugham, dieser 90-jährige Mann mit diesem verbissenen Gesicht, trat auf in seinem wunderbaren Garten, 3 Gärtner, ja, an der Côte d'Azur, wunderschönes Haus, zog ein Buch aus der Tasche und las vor, ich glaube, es ist in dieser kurzen Sendung drin, von Goethe auf Deutsch, er hat in Heidelberg studiert, alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz, alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen, ganz. Da habe ich vergessen, was Ihre Lieblingsfarbe oder französische Küche. Und habe gefragt, sind Sie einer von diesen Lieblingen der Götter, die alles ganz erlebt haben? Und seine Antwort war, ich habe immer mehr gelitten, als ich mich gefreut habe. Wow, der erfolgreichste Dichter aller Zeiten in England, ja? Und ich fragte ihr, warum denn? Ja, weil ich gestottert habe. Man hat mich verachtet, weil ich stotterte. Und auf einmal war er tief in seinem Leben drin. Und da, in diesem Moment, habe ich alles gelernt, was ich überhaupt wissen musste für diese Sendung oder meine späteren Sendungen. Irgendwo ist der Einlass, der Eintritt, der Schlüssel, um an Leute heranzukommen. Und dieser Schlüssel ist das, was wir gemeinsam haben. Und das muss ich finden. Er und ich, sie und ich. Ja? Und das zu finden und unverschämt genug oder mutig genug zu sein, um diese Frage zu stellen. Das habe ich in diesem Moment gelernt. Er wollte, dass man gerade diese Fragen stellt. Ja? Und ich habe sie und die ganze Sache, ja, weiß nicht, 7 oder 10 Minuten gedauert. Und in dieser Zeit hat er sich preisgegeben, ja, zur Verblüffung des Senders, der doch wissen wollte, was seine Lieblingsfarben waren. Dieses magische Symbol gegen den bösen Blick hat es dem Manne Glück gebracht, der es einst in seine Gartenpforte einritzte. Erfolg jedenfalls. Denn wir sind bei William Somerset Maugham, M-A-U-G-H-A-M, nicht leicht auszusprechen, der in sein 90. Jahr eingetreten ist und auf dessen Schreibtisch sein endgültig allerletztes Manuskript liegt. Ein Blick zurück. 80 Bücher, 80 Millionen Exemplare, jedes einzelne ein Bestseller. Der Menschenhörigkeit, auf Messers Schneide, Regen,
betörende Südsee und die spannendsten Abenteurer-Stories seit Kipling haben ihn zum bestbezahlten Autor der Welt gemacht. Und doch, er hat seine Kindheit nie überwunden und ihren Fluch. Das zynischen Erfolgsautor, er reiste um die Welt, er galt als Snob, er sammelte Berühmtheiten und berühmte Gemälde, er wurde selbst zur Sehenswürdigkeit, aber sein Leben sieht er heute in dem Goethe-Vers beschlossen, den er uns vorlas. Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblichen ganz, alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen ganz. Mr. Moem, sind Sie einer dieser Lieblinge der Götter? Finden Sie, dass das auf Sie zutrifft? Oh, I've suffered more than I've enjoyed my life. Ich habe mehr gelitten, als ich mich gefreut habe. Viel mehr. Wenn ich mein Leben neu leben könnte, würde ich sagen, my life, I would say no, jamais de la vie. Nie wieder. Never. Why not? Warum nicht? Well, I've had everything against me. Ich hatte alles gegen mich. I've had this stammer of mine, which has prevented me from saying all sorts of things. Ich hatte dieses Stottern, das mir alles verpatzt hat. I've been laughed at by people because I stammered. Ich bin ausgelacht worden, weil ich stotterte. Does that still hurt you? Tut das you? Noch weh? Yes, it still hurts me. Oh ja, noch immer. Less. Because I don't care so much anymore. Nur jetzt liegt mir nicht mehr so viel dran. Es ist mir egal. You understand French, I trust. Don't you feel Aber ist es nicht gerade dieses Leid, das Ihnen Ihre Bücher herausgepresst hat? I think so, yes. I think so, yes. Ich glaube, ja. I think, that is probably a fact. Das ist wohl wahr. But was it worthwhile? Aber hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt? Seine Villa stammt von König Leopold der Belgier, sein Orangen- und Pinienhain beschäftigt allein 4 Gärtner. Noch immer unternimmt er jedes Jahr eine Weltreise, noch immer badet er hier jeden Sommermorgen und die Kunstwerke, die ihm nach der kürzlichen Versteigerung seiner Sammlung übrig bleiben, würden noch ein kleines Museum füllen. Warum musste der alte Mann seine tote Frau in einem Zeitungsartikel verunglimpfen, seine Tochter enterben und seinen Sekretär adoptieren? Ist es noch immer jener fatale Hedonismus, das Streben nach persönlicher Befriedigung, das er seine einzige Lebensphilosophie genannt hat? I wonder if I said that. Habe ich das wirklich gesagt? I have no recollection of saying anything of that sort. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. I think there is a certain truth in it. Aber ich glaube, es ist vielleicht wahr. Oh, yes. Do you see any other purpose in life? Sehen Sie jetzt nicht einen anderen Sinn im Leben?